Deutschland hat seinen ersten schwulen Bachelor. Wer ist dieser Typ, der 20 andere Männer datet? Nicolas Puschmann heißt er, und wenn ihr seine Partnersuche vielleicht schon bei TV Now gesehen habt, dann kennt ihr ihn schon. Alle anderen lernen ihn gerade montagsabends bei Vox kennen, da läuft nämlich gerade Prinz Charming. Nicolas, was weiß denn garantiert noch keiner über dich? Eine gute Frage. Ich überlege tatsächlich gerade, was man noch nicht über mich wissen könnte. Ich habe leider wirklich nicht so ein Hidden Talent, was ich jetzt irgendwie vorführen könnte, und wenn, dann müsste man mich dabei wahrscheinlich sehen. Ich kann nämlich meine Zunge zur Blumeform. Okay, das ist mal eine Referenz. Alle Folgen sind ja schon abgedreht. Was sagst du jetzt, wo es vorbei ist? Würdest du nochmal mitmachen? Ich würde wahrscheinlich nicht nochmal mitmachen, weil am Ende ist es natürlich eine geworden. Ob es die Person an meiner Seite noch gibt oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage. Aber davon ab ist es einfach eine wahnsinnige Herausforderung und auch Verantwortung, finde ich, den Kandidaten gegenüber, immer auf die Gefühle des anderen zu achten, kein Arschloch zu sein und wirklich jeden zu nehmen, wie er ist, und niemanden zu benachteiligen und nicht auf den Gefühlen rumzutrampeln oder bewusst irgendwie jemanden zu verletzen. Und diese Feinfühligkeit da zu haben, das ist wirklich Fingerspitzengefühl, worüber man sich wirklich den Kopf zerbricht, wenn man allein in seiner Villa da auf diesem Berg sitzt und sich denkt, mein Gott, was machst du denn mit diesen Männern? Wie erlebst du eigentlich die Corona-Krise gerade? Also was nimmst du mit, vielleicht auch Positives? Oh ja, die Corona-Krise, das ist natürlich, das macht man da wahrscheinlich wie jeder. Man ist zu Hause und bleibt zu Hause und geht natürlich nur für das Nötigste vor die Haustür. Aber sonst muss ich sagen, man erlebt sich ja auch ein bisschen neu, weil auf einmal kommt mir in den Sinn, eine neue Sprache zu lernen, oder auf einmal denke ich mir, Mensch, du hast ja mal richtig Zeit, deine ganzen komplizierten Rezepte mal auszuprobieren. Oder auch, Mensch, jetzt hast du mal richtig Zeit, auf deine Ernährung zu achten und vielleicht auch mal ein bisschen Sport zu treiben. Also ich muss sagen, für mich hat sich die Corona-Zeit gelohnt in der Hinsicht, dass ich mal wieder richtig fit geworden bin ein bisschen mehr kochen und backen gelernt habe. Nicolas Puschmann bei Fufis, Film und Fernsehen in Serie. Ihr seht ihn gerade jeden Montagabend bei Vox in Prince Charming.